Leute, zu einem kleinen Zwischenvideo. Freue mich, 50 Abonnenten-Ding. Ja, ich habe 50 Abonnenten geschafft. Ich freue mich, geil. Werden wahrscheinlich jeder mal um 2 sinken, dann habe ich wieder 49 und dann geht's. Aber irgendwie, jetzt habe ich 51. Ist schon mal ziemlich cool. Das ist der zweite Kanal, mit dem ich 50 gemacht habe. Damals mit meinem Beyblade-Kanal habe ich mittlerweile 100 Abonnenten, obwohl er die ganze Zeit still steht. Der macht auch noch tausende Klicks. Müsste ich unbedingt mal monetarisieren. Kann ich so ein kleines paar Cent verdienen mit? Naja. Also, kurz mal als Information für die Zukunft, da ich jetzt extrem viel zu tun habe, muss ich mich mal sehr dafür entschuldigen, dass die angesprochenen Videos nicht kommen. Bald habe ich ein Stativ, hoffentlich, und dann geht's auch mehr los. Mit Let's Plays wird sich jetzt vorwiegend auch so kleinere Videos verlegen, also auch Fire Games oder sowas. Let's Play a Day wird nicht eingestellt, wird aber verlegt. Wird erstmal Vlogs und so kommen jetzt in den Vordergrund und danach kommt viel Let's Play Day. Kurz als Info dazu und Let's Play Real Life kommt weiter. Ja, ansonsten werden jetzt einige Filmvideos kommen. Ich werde weitere Trailers machen, noch einen zu Iron Man 3. Den Trailer, den ich gemacht habe, habe ich vor Iron Man 3 gemacht, bevor ich den gesehen habe. Und jetzt will ich einen passenderen machen. Ja gut, von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Dann Star Trek Into Darkness. Habe ich gestern geguckt, war ein solcher Epos, so unübertreffbar geil. Bis auf 2 Szenen, einmal in der Synchron, einmal weil die Musik falsch angesetzt war, habe ich nichts daran zu mängeln, abgesehen davon, dass er viel zu schnell endete. Er hätte ruhig noch eine Stunde weitergehen können, aber es war echt so grandios, dieser Film, wirklich so geil. Möchte ich auch nochmal einen würdigen Trailer zu machen, natürlich auf Englisch, damit Cumberbatch seine Stimme so richtig schön. Darkness is coming. Klingt einfach so unfassbar geil. Und ja. Und dazu werden jetzt noch ein paar kleine Videos kommen. Ich werde auch noch mal Meinungsvideos, also Kritiken dazu machen. Zum Beispiel meine Kritik zu Meinung zu Iron Man 3 würde ich jetzt an sich von 5 Punkten in beiden Fällen 4 geben, sowohl in der Genre-Leiste als auch in der Allgemeinleiste genre-technisch deswegen, weil er war comic-technisch schon gut gemacht. Er war wie ein Comic. Aber der Mandarin war so versaut. Nee. Bock ich einfach. 3 von 5 Punkten, weil er war wie ein Comic eigentlich, aber das, was sie mit dem Mandarin gemacht haben, das kann ich nicht verzeihen. Das ist echt, das, nö. Was sollen sie ändern? In Avengers 2 soll der Final Gegner der Mandarin werden. Der soll im Knast sein, dann soll er seine Ringe bekommen, dann sagt er, ja, sie waren nicht aufgeladen, danke, ihr habt die aktiviert, jetzt bin ich volle Power, boom. Ja, so soll es machen. Wenn nicht, dann bock ich ganz doll. Star Trek bekommt von mir als Science-Fiction, ja, Erkundungskampffilm gegen den ultimativen Gegner. 7 von 5 Punkten und generell als Film 6 von 5 Punkten. Ich muss einfach sagen, das war so geil. Vor allem Benedict Cumberbatch in dieser unheimlich krassen Rolle. Super war das. Und, ja, also ich bin immer noch relativ geflasht. Dazu werden dann auch nochmal ausführlichere Videos kommen. Die würde ich dann aber auch ganz gerne so machen, dass ich vorher nochmal einen eigenen Trailer davor schnippel. Deswegen wird das hier, glaube ich, als Short-Kritik dazu reichen. Ja, leider kein Trailer jetzt hier eingeschnitten, weil ich mich mit iMovie noch nicht so auskenne. Ansonsten, ja, kommen bald nur noch so kleine Vlogs wie das hier, bis ich wieder Zeit habe. Das wird in 2 Wochen sein. In 2 Wochen bin ich nämlich wieder bei mir zu Hause in Bayern unten in der Ecke. Momentan bin ich in Nordrhein-Westfalen. Kurzer Kameraschwenk. Meine Giraffe, mein One Piece-Ding. Und meine alten Zeichnungen von Raketen, ein Adlerbild und meine NASA-Freakigkeit, die ich damals hatte, weil ich NASA voll geil fand und Raumschiff und so. Ich wollte ja wirklich mal sowas wie Raumfahrer werden. Also viele sagen, ich will Raumfahrer werden, weil cool. Und ich sage, weil es mich fasziniert. Und so habe ich damals gesagt. Jetzt nicht in der Wortlaut, nicht in dem Wortlaut, aber so ähnlich. Naja. Also so viel dazu. Ich bin momentan hier, um das Haus aufzulösen, weil ich seit drei Jahren nicht mehr hier wohne. Und das Haus brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Deswegen wird es aufgelöst, es wird verkauft. Das ganze Zeug, was ich hier noch drin habe, muss rausgebracht werden. Da an dieser Kiste. Oh, super. Das ist meine alte Pokémon-Sammlung von Pokémon-Figuren. Die habe ich damals, als ich kleiner war, gesammelt. Und da habe ich jetzt vor, wo ich jetzt wohne, ein Regal aufzubauen oder eine Vitrine zu machen, die dann auch so mit künstlichen Bäumen und Moos auszulegen. Habe ich damals auch auf diesem Tisch da gemacht. Und da so meine alte Farm wieder aufzubauen mit Pokémon. Am besten noch so einen kleinen Mini-Zaun drum. Und dann mache ich da so kleine Stop-Motion
Dings-Videos dazu, wahrscheinlich auch vielleicht sogar, was ich damals auf meinem ganz alten Kanal machen wollte. Welt der Weiden hieß das damals. Muss ich, glaube ich, werde ich umbenennen. Eine Stop-Motion-Serie. Die habe ich dann leider deswegen aufgegeben, weil ich einen zu großen Zeitmangel hatte und mir die Kulissen zu doof waren, die ich hatte. Aber das wäre was. Das wäre schon ziemlich geil. Werde ich dann hoffentlich mit meinem neuen Handy machen. Mein Vertrag läuft ja bald aus und dann muss ich nur 200 € hergeben, dann bekomme ich ein neues Handy, wenn der verlängert wird. Ansonsten, ja, nächstes Wochenende bin ich mit meiner Klasse und allem drum und dran auf einer Freizeitding, auf so einem Ausflugding, wo wir nach Österreich fahren, auf eine Hütte. Ein Video werde ich wahrscheinlich von da aus machen. Das Problem ist, diese Hütte hat 12 Watt, Strom, gerade so für Licht und nur kaltes Wasser. Heißt, dass wir das halt eben da relativ schwierig sein wird, bei den Medien aufzuladen. Deswegen wird nichts in der Richtung kommen, außer vielleicht ein kleines Hallo, ich bin auf der Hütte, da ist die Hütte, tschüss Video. Weil mehr Zeit habe ich nicht. Außerdem ist es in Österreich, also kann ich es nicht zu dem Punkt hochladen. Wenn ich dann zurück bin, gibt es nicht mehr viel, werde ich, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Dann werde ich auch Vlogs machen, weil dann komme ich wieder hier hoch, um den Rest des Hauses auszulösen. Davor bin ich nochmal 3 Tage lang unten und diese 3 Tage werden den Videos saumäßig gewidmet sein. Vor allem Hunger Games und kleinere und ausführliche Vlogs dazu werden sein. Also ich werde durchpowern 3 Tage lang. Ich werde dann auch gleich an dem Tag anfangen mit dem neuen Iron Man Trailer und oder Star Trek, je nachdem, worauf ich Bock habe. Kann auch sein, dass ich da schon die Motivation dafür verloren habe. Dann werde ich einfach nur die Kritiken dazu machen. Aber, also die Meinungen dazu machen, aber so viel dazu und ja. Ab dann werden dann auch wieder regelmäßig so 2 Wochen Abstand Videos kommen oder Vlogs. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich ein Wochenende oder max, also so ungefähr ein Wochenende vom Monat wirklich exzessiv den Videos widme, wo ich dann halt wirklich fast ausschließlich Videos mache, die ich dann verteilt hochladen werde mit meinem Netbook. Also so werde ich das dann wahrscheinlich aufbauen. Naja. Also, ich wünsche euch noch einen restliches schönes Wochenende. Jo. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder zu einem kleineren Vlog. Ansonsten irgendwann nochmal wieder. Und aber danke für 50 Abonnenten. Macht weiter damit. und bis dann.